Moin zusammen, ich bin heute beim lieben Fabian zu Besuch. Der hat seinen kleinen Messestand hier aufgebaut. Wir werden euch gleich noch erklären, was es damit auf sich hat. Oder was heißt gleich? Wir fangen einfach direkt an. Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, das könnt ihr hier schon sehen. Der Fabian ist nämlich meines Erachtens ein Großmeister darin, Kumiko herzustellen. Und ja, vielleicht fängst du einfach mal an, erzählst uns so ein ganz klein bisschen was zu Kumiko. Ich stelle immer wieder blöde Fragen, die wahrscheinlich sonst von euch kommen würden. Und ich hoffe, so können wir uns ein bisschen durch den Tag hangeln. Und am Ende vielleicht, ja, kriegen wir das überhaupt hin, sowas hier hinzukriegen? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, alles klar. Ja, dann der Fabian erzählt euch ein bisschen was, was es damit auf sich hat. Und bin gespannt, freue mich sehr darauf. Ist auch für mich noch halbwegs neu. Ich habe es natürlich schon ein paar Mal gesehen, vor allem hier bei Pekovic. Auch ein Buch, was ich euch empfehlen kann. Der macht viele schöne Sachen. Seht ihr dann hier jetzt auch nochmal im Close-up. Und ja, ist, glaube ich, auch bekannt dafür geworden, vor allem durch seine Kumiko-Arbeiten. Reicht jetzt aber von mir, der Fabian erzählt euch jetzt was. Genau, Kumiko. Habt ihr wahrscheinlich, hoffentlich alle schon mal irgendwo gesehen. Das sind die Holzstäbchen, die eben zu einem Raster zusammengesteckt sind und dann mit dekorativen Füllungen noch auf Gehrung zusammenverleimt sind. Das Ganze kommt aus Japan, aus dem 6. Jahrhundert. Da hat man die ersten Anfänge gefunden. Da waren es noch Balken mit Seidentüchern da hinten als Raumtrenner. Und mit der Papierproduktion aus China dann und dem lichtdurchlässigen Papier hat es dann auch immer mehr Einzug in die Raumtrenner gefunden und dann auch in der feineren Variante, so wie wir es jetzt hier sehen. Dem einen oder anderen dürften diese Türen ja auch vielleicht aus Karatefilmen bekannt sein. Ich sehe jetzt hier verschiedene Muster und habe auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt wohl über 200 gängige. Was du jetzt hier aber liegen hast, sind ja wohl die bei uns am bekanntesten oder die man im Möbelbau auch so am häufigsten findet, oder? Genau. Insbesondere welches man wirklich am allerhäufigsten sieht, ist das hier. Das ist das Asanoha. Das stellt das Hanfblatt dar. Mit ein bisschen Fantasie. Ja, okay. Genau. Und das hier zeigt ebenfalls das Hanfblatt, allerdings mit einem anderen Raster. Ah ja, okay, gut, alles klar. Das heißt, wir müssen uns natürlich ein Raster überlegen, was dann hinterher auch genau als Füllung reinpasst in unser Möbelstück, sind dann aber relativ frei, was jetzt hier das eigentliche Muster angeht. Ganz genau. Das Raster liegt quasi zugrunde und da kann man dann eben die Füllungen reinmachen. Hier, das ist jetzt auch nur gesteckt. Ah, und da sieht man, das sind die Füllteile und hier innen drin ist eben ein dreieckiges Feld oder ein dreieckiges Raster. Ah, okay, das ist jetzt auch offensichtlich. Wir haben jetzt also hier ein quadratisches Raster und ja, bislang nur eine Überblattung, ist ordentlich stramm zusammengesteckt, kommt also ohne Leim aus, nehme ich an. Genau, man kann es mit und ohne Leim machen, je nachdem, wie gut die Passform dann ist. Okay, da bin ich jetzt nämlich wirklich gespannt. Ich war gerade schon verwundert. So soll es nämlich mal aussehen. Ich sehe jetzt jede Menge Winkel. Das musst du mir jetzt wirklich mal erklären. Bei dem Asanoha hier haben wir jetzt drei verschiedene Gehrungen. Wir haben einmal hier bei der Diagonalen, da haben wir 45 Grad zweimal auf beiden Seiten. Dann haben wir die kleine Diagonale hier, da haben wir 22,5 zweimal auf dieser Seite und zweimal 67,5 Grad auf der Seite. Und dieses kleine Stückchen hier bekommt nochmal 45 Grad zweimal auf beiden Seiten. Okay, das haben wir jetzt hoffentlich alle verstanden. Wenn nicht, guckt euch die Szene nochmal an. Der Fabian muss es mir gerade auch nochmal kurz erklären. Wir wollen jetzt hier als nächstes diese kleinen Streifen herstellen. Ich nenne die jetzt einfach mal Streifen. Jetzt hast du hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich sehe, du hast hier auch Eichenholz verwendet. Das ist ja wahrscheinlich jetzt egal, oder? Es geht jetzt eigentlich nur um die Farbe. Du hast hier ein bisschen Nussbaum rausgesucht. Das hier sieht aus wie Birke? Nicht ganz. Magnolie, Whitewood. Okay. Genau, also die Holzsorte spielt schon eine Rolle. Gerade ein härteres Holz ist schwieriger zu bearbeiten, da muss ich genauer arbeiten. Hier beispielsweise bei der Eiche, das ist schon schwierig, das perfekt auf Gehrung da hinzukriegen, auch mit den Überblattungen. Da ist ein weicheres Holz, verzeiht einfach mehr und man hat schneller ein Erfolgserlebnis. Macht ja auch vielleicht Sinn, weil es ist ja wirklich so passgenau gefertigt. Ihr kennt das ja wahrscheinlich vom Zinken. Bei Fichte kannst du immer so ein bisschen nachdrücken. In Buche oder Eiche erlebt man dann oft mal einen Rückschlag. Okay, also das macht Sinn. Das heißt, Nussbaum ist natürlich auch schon ein bisschen härter. Genau, Nussbaum ist jetzt auch nicht das Einfachste. Zum Anfang ist super hier eben Whitewood oder Magnolie oder auch Linde wird dafür sehr gerne genommen. Okay, ah ja, Linde ist natürlich dann auch sehr homogen, das heißt, es gar keine Maserung oder sowas zu erkennen. Das heißt, es geht da wirklich nur so ums Muster. Reicht ja auch schon.
Okay, jetzt ist natürlich meine große Frage. Ich mache auch immer noch so ein paar Sicherheitserklärungen. Wenn ich da jetzt Fritz und Franz nehme, wird das ja trotzdem eine ganz schön frickelige Nummer, die jetzt herzustellen. Ja, auf jeden Fall. Auch die Wiederholgenauigkeit könnte schwierig werden. Aber du grinst schon so, irgendwas wird es ja mit diesen Dingern hier aus sich haben. Genau, das sind die Winkelblöcke, mit denen man die Kumiko-Streifen dann eben auf Gärung fertigt. Es gibt auch fertige Hobel in Japan, mit denen man die anfertigen kann. Die haben Anschlag und auch ein Winkeleisen dann. Aber japanische Hobel mit Winkeleisen zu schärfen, einzurichten, da kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Und preislich ist man auch bei 600 Euro aufwärts pro Winkel. Das sind jetzt deine Vorrichtungen und wenn ich das richtig sehe, gibt es hier insgesamt vier Winkel. Vier Winkel und drei verschiedene. Hier ist 67,5 Grad, gibt es zweimal, da sehen wir dann gleich warum. Okay, dann 22,5 und 45 Grad. Richtig. Und die kannst du jetzt noch verstellen? Hier oben ist eine Flügelschraube, damit kann ich hier diesen Stopp einstellen und wenn ich dann in die Not meinen Streifen einlege, dann kann ich ihn mir hier auf die richtige Länge einstellen. Einmal zudrehen, damit die Länge konsistent bleibt und dann eben von beiden Seiten hier mit dem Stechbeitel meine Gärung anbringen. Ah, okay, also nicht eine Kreissäge damit. Nee. Okay, alles klar. Okay, das habe ich jetzt kapiert. Ich weiß, welches Holz ich nehmen muss. Ich habe jetzt hier auch meinen Raster fertig. Ich glaube, das ist ja wie gesagt auch relativ simpel, oder? Ich habe vorhin eine Schablone gesehen, mit der diese kleinen Leisten dann noch hergestellt werden können. Aber ansonsten, du machst es ja wahrscheinlich auch an der Kreissäge, oder? Genau, das ist jetzt an der Tischkreissäge gemacht. Dafür habe ich hier diese Vorrichtung. Ist ziemlich ähnlich zu einem Fingerzinken-Vorrichtung an der Tischkreissäge. Okay. Okay, ja gut, alles klar. Das können wir uns ja vielleicht gleich nochmal kurz ansehen. Ich bin jetzt ja eigentlich mal ganz selbstbewusst hier und sage, okay, wir haben jetzt hier unser Raster, das ist quadratisch. Jetzt habe ich hier mein Whitewood Magnolie oder Linde oder was auch immer. Und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, wir haben hier eine Diagonale und von da aus, wir fangen mit der Diagonale an, oder? Als allererstes würde ich sie ein bisschen ablenken, die Streifen, dass wir uns leichter tun. Und das dann macht Sinn. Hier haben wir es ja ein bisschen komplizierter. Da habe ich ja in der Mitte erstmal auch wieder ein Quadrat im Quadrat, was dann von den Seiten von der Diagonale dann wieder fixiert wird. Das heißt, hier würde ich wahrscheinlich auch erstmal in der Mitte beginnen und mache dann als Unterstützung seitlich die Diagonale. Richtig. Und ich sehe sogar, die sind auch noch angefasst. Okay. Bedeutet aber wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt, also einen Raster muss ich mich sozusagen einmal rantasten, bis ich das Muster fertig habe und den Rest kann ich dann mit der Schablone immer wieder kopieren. Ja. Das ist doch ganz einfach. Was machen wir denn also? Ne? Komm, los. Gut, los geht's. So, nachdem wir hier im Stirnholz unterwegs sind, bietet sich es natürlich an, einen leicht ziehenden Schnitt zu machen. Geringe Spanabnahme, um die Ausbrüche zu verhindern und immer leicht nach unten in die Ecke. Mit dem Finger hier schön gucken, dass das Stäbchen, der auch sicher drin liegt, hier hinten am Anschlag plan aufliegt und dann kann man hier das Material abnehmen und hat dann auch seine erste Gärung. So, nachdem die erste Gärung hier fertig ist, können wir das Ganze umdrehen und auch auf der anderen Seite die Gärung anbringen. So, jetzt haben wir hier die erste Seite der Diagonale und damit wir bei der anderen Seite ungefähr wissen, wo wir hin müssen, kann man die jetzt da reinlegen und sich mit dem Bleistift eine kleine Markierung machen. Mit dem Bleistiftstrich haben wir jetzt hier die ungefähre Länge, wo wir hin müssen. Da können wir jetzt hier den Stoppblock wieder einstellen. Ich würde ein bisschen länger ihn jetzt noch lassen und wir tasten uns da jetzt mal langsam ran. Und sobald es passt, können wir dann eben die anderen Streifen passgenau mit der gleichen Einstellung machen. Langsame Abnahme, bis wir jetzt hier eben auch unseren 45-Grad-Winkel haben. Umdrehen und auf der anderen Seite. Dann teste ich hier mal, ob ich schon die richtige Länge habe. Da sehe ich, ich bin noch ein bisschen zu lang. Also gehe ich nochmal an den Block zurück und mache mir eine kürzere Einstellung.
Okay, neuer Versuch. Jawohl. Das sieht gut aus. Ganz wichtig, dass wir mit der Einstellung jetzt alle Streifen auf der einen Seite machen für unser Muster. Es bietet sich natürlich auch an, ein oder zwei mehr zu machen, falls man sich später mal verschätzen sollte. Okay, also die erste Strebe haben wir geschafft. Fehlen jetzt nur noch in unserem Falle 4 oder, wenn wir was Richtiges machen, 4000. Wir haben jetzt aber die Einstellung vorgenommen. Das heißt, ab jetzt ist es eigentlich idiotensicher. Das heißt, ich kann das auch mal probieren. Jetzt schneide ich mir wahrscheinlich direkt den Finger oder so. Ich bin in fremden Werkstätten immer ein bisschen aufgeregt. Oh. Ah, man muss das echt nach hinten so ein bisschen drücken, ne? Genau. Schön an die Wand drücken und nach hinten rein. Gut, den Rest kannst du machen. Manche Stücke muss man auch einfach sanft überreden. Oh. Der nächste Schritt sind dann hier diese kleineren Diagonalen. Die sind jetzt ein bisschen anders. Da haben wir an diesen Enden hier 22,5 Grad. Hier in der Mitte 2 mal 67,5. Allerdings trifft sich die Spitze der beiden Winkel hier nicht in der Mitte, sondern ungefähr bei einem Drittel hier unten. Das hat damit zu tun, dass später hier dieser 45-Grad-Winkel des kleineren Stücks genau da eben komplett reinpasst. Jetzt tausche ich einmal die Vorrichtung gegen die mit den 22,5 Grad, mache wieder meinen Streifen rein und stelle den Stopblock ein. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Auf der einen Seite und auch auf der anderen. Okay, soweit so gut. Das heißt, jetzt kommen die kleinen Abschnitte rein, aber so ganz wird es ja noch nicht passen. Das kriegen wir auch noch hin. Hier in die Ecke kommt einmal der 22,5 Grad Winkel, den wir gerade angebracht haben, und hier drüben auch. So, und hier in der Mitte müssen die sich jetzt dann mit einem 67,5 Grad perfekt treffen. Machen wir uns wieder einen kleinen Bleistiftstrich, damit wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen. Und dann tasten wir uns langsam ran. So, dann kommt das Streifchen hier wieder rein. Ungefähr an den Bleistiftstrich, noch ein bisschen länger. Und dann den Stopblock festdrehen. Wenn ich die Streifen jetzt hier einlege, sehe ich, das passt schon ganz gut. Hier drüben ist dicht, hier ist auch dicht und hier in der Mitte treffen sie sich auch glatt. Jetzt machen wir das Gegenstück. Das wird auch wieder 67,5 Grad haben und das trifft sich, wie gesagt, nicht mittig hier, sondern bei ungefähr einem Drittel hier unten, damit später die 45 Grad hier eben genau reinpassen. Jetzt brauchen wir hier am Schluss noch den 67,5 Grad Winkel, der dann hier in etwa verläuft und sich unten bei ein Drittel etwa mit dem anderen Winkel trifft. Um den 67,5 Grad Winkel jetzt hier anzubringen, auch wieder den Streifen einschieben und so weit runterschieben, bis es sich ungefähr bei einem Drittel unten trifft. Man kann sich da auch eine Hilfslinie machen, einfach damit es einfacher ist. Ungefähr hier. Und dann trifft sich das hier. Und dann wieder den Stopblock in Position und festziehen. Das geht dann auch hier recht schnell, da ist ja nur ein kleiner Überhang, der weg muss und ups, jetzt ist er auch weg. So, dann kommen hier die kleinen Diagonalen rein und dann eben auch auf der anderen Seite. Ach, uns fehlt ja immer noch ein Stück.
Jetzt kommt noch die kleine Diagonale hier drüben. Dafür brauchen wir dann auch wieder 45 Grad Winkel auf beiden Seiten. Und auch da tasten wir uns dann Schritt für Schritt wieder ran, bis es perfekt passt. Das dauert ganz schön lange. Naja. Aber es ist ja wahrscheinlich wirklich hier das eine Muster, das fertig zu kriegen. Jetzt steigen wir bei den Winkeln natürlich noch durch. Jetzt brauchen wir hier noch diese letzte kleine Verstrebung. Und ich versuche das jetzt mal ohne deine Hilfe hinzubekommen. Wir haben hier wieder sozusagen eigentlich eine geteilte Diagonale. Das heißt, der kriegt hier 45 Grad. Die müssen wir als erstes jetzt wieder bei allen Stücken anfertigen. Und der Winkel, der sich dann hier ergibt, sind auch 45 Grad. Genau. Wahnsinn. Okay. Na dann. Scheiße. Okay, das machen wir jetzt erstmal. Jetzt kommt, wie ich finde, der schönste Moment, dass man hier eben das letzte kleine Stück in jedes Feld einsetzen kann. So, und dann hält es eben auch schon ohne Leim. Das machen wir jetzt bei allen Feldern. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass die Teilchen auch an Ort und Stelle bleiben langfristig, der kann hier überall mit einem Zahnstocher einen Tropfen Leim anbringen oder die einzelnen Stücke einmal kurz in Leim tunken und dann zusammensetzen. Für das letzte Stück empfiehlt Pekovic dann auch die Rückseite von seinem Stecheisen zu nehmen und das eben einzuhämmern, wenn es nicht ganz genau passt. Das machen wir jetzt hier auch. Jawohl, da haben wir das Muster. Ja, sagenhaft muss ich sagen. Also das hält wirklich hier alles ohne Kleber zusammen, auch wenn du es jetzt ja gerade empfohlen hattest. Aber ich finde das ja noch so ein Hauch interessanter, dass es eigentlich so funktioniert. Zeigt aber auch nochmal ja, die Auswahl der Holzsorte. Ich hatte am Anfang ja mal gefragt. Ich glaube, gerade am Anfang lohnt sich da auf jeden Fall mit weicherem Material zu arbeiten. Ich meine, auch Fichtenholz würde jetzt ja super funktionieren. Rein optisch würde es, glaube ich, auch keinen Unterschied machen. Aber ja, alles, was dann härter wird, ist halt eben härter. Und man sieht ja auch hier, die Übergänge sind eigentlich wirklich alle schön dicht geworden. Aber ja, Buche oder Eiche verzeiht dann eher nicht so den Fehler, ne? Ja, cool. Wie sieht's aus mit Oberflächenbehandlung? Die Oberfläche, also normalerweise wird die unbehandelt gelassen. Man kann jetzt hier eben noch drüber schleifen, um wirklich die letzten kleinen, feinen Löcher hier eben zu füllen. Mhm. Wer leimt und den Leim noch feucht lässt und dann drüber schleift, der kriegt wirklich alles perfekt dicht, auch wenn da mal nicht ganz so perfekt gearbeitet wurde. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, cool, okay. Ansonsten alternativ noch hobeln. Die Japaner gehen da wahrscheinlich nochmal ganz sauber. Ja, die gehen dann nochmal mit dem Putzhobel drüber. Ich trau's mich nicht. Okay, gut. Klasse. Ich würde sagen, wir machen nochmal so eine kleine Roomtour oder vielmehr Haustour beim Fabian, denn der hat hier überall so kleine Akzente an Kumiko gesetzt und ich finde das eine sehr spannende Sache. Es gab mal in dem Video, was ich gemacht habe, wo ich diese Rahmentür geflochten habe, ja auch die Frage, naja, was bringt das überhaupt? Man kann ja trotzdem durchgucken. Es ist nicht, also es ist lichtdurchlässig, es ist schalldurchlässig, man kann reingreifen. Genau das Gleiche gilt ja für Kumiko auch. Also, wenn man jetzt mal ganz streng ist, macht es nicht so viel Sinn. Eigentlich. Aus dem funktionellen Sinne her, ja. Genau, man könnte jetzt natürlich auf der anderen Seite zugutehalten, okay, es ist lichtdurchlässig, so ein gewisser Schutz, auch wenn er nicht wirklich, ja, kein mechanischer Schutz, aber es zeigt auf jeden Fall so ein Schrank, ah, okay, da greife ich jetzt besser nicht direkt rein, sondern mache erst die Tür auf. Es ist vielleicht auch ein bisschen was Besonderes dahinter. Also, ja, ich finde schon, dass es ja irgendwie was ausdrückt. Es ist verschlossen auf der anderen Seite, aber halt eben auch offen. Man kann sich das ja auch gerade bei diesen Trennwänden ansehen, dass es ja auch nochmal was sehr Stimmiges irgendwie mit sich bringt, wenn man sich so ein bisschen mit Feng Shui auseinandersetzt. Das sind ja auch nochmal so Komponenten, die damit reinspielen, dass halt eben auch das Licht überhaupt durch den Raum strömen kann, dass vielleicht auch Schall durch den Raum strömen kann. Muss jeder so ein bisschen für sich selber wissen, wie man das einordnet, aber ich finde es auf jeden Fall auch, wenn man das alles mal weglässt, ein ganz spannendes Detail,
Und wenn man viel zu viel Langeweile hat, wie der Fabian anscheinend, dann wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, das sind schon so 30 bis 40 Stunden inklusive Herstellen der Vorrichtungen für die Tischkreissäge. Also beispielsweise dieses Muster ist jetzt komplett auf der Tischkreissäge, das andere hier nicht. Ja, Wahnsinn. Also ich finde auch da den leichten Kontrast zwischen dem Eichenholz und der Magnolie sehr spannend. Du hast ja nochmal den Hintergrund, also die Füllung, hast ja wirklich lichtundurchlässig gemacht durch diesen blauen Stoff, der dahinter gespannt wurde. Ja, klasse. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Bedanke mich sowieso auch, dass du uns das hier so ja, gezeigt hast. Gab ja durchaus auch, nachdem die Kamera aus war, ein paar nervige Fragen meinerseits. Ich glaube, ich habe das jetzt soweit aber kapiert. Diese Vorrichtungen, die sehen ja schon so ein bisschen edler aus. Die stellst du ja auch selber her und bietest ja auch zum Verkauf an. Kann man sich natürlich auch selber machen. Ist jetzt auch kein großes Hexenwerk, aber bei dir ist das Ganze natürlich noch mit ein bisschen mehr Liebe gemacht. Allein schon, wie das hier eingraviert ist, sieht natürlich schon toll aus. Gibt auch so ein kleines Starter-Set. Also was wir jetzt hier heute zusammengebaut haben, ist ja schon weitestgehend vorbereitet, dass man es umsetzen kann. Ja, in dem Starter-Set sind eben die Streifen mit dabei, auch für das Raster schon mit den Überblattungen hier. Und dann kann man sich da das erste Muster selber recht einfach mit dem Stechbeitel, so wie wir es heute gemacht haben, selber fertigen. Okay, ich probiere das zu Hause auf jeden Fall auch aus. Ja, wir sehen uns noch die anderen Möbel an, mal so ein paar Akzente. Dient ja vor allem zur Inspiration. Wer sich intensiver damit auseinandersetzen möchte, da zeigen wir jetzt noch ein paar Bücher, haben die auch nochmal separat verlinkt. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank, sehr gerne, dass du es gemacht hast. Und vielleicht finden wir im Nebenraum, ist ja so eine große Maschine, auch nochmal die Zeit, vielleicht darüber was zu machen. Besten Dank auch für die Suppe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.